So, hier ist der Wohnmobilstellplatz in Bexhöhmeer. Kostenlos. Gute 60 Mobile passen da drauf. Und alles steht hier eng bei eng. Für einen Etappenplatz nicht schlecht. Ein, zwei Tage kann man das hier sicherlich aushalten. Ich zeige euch gleich mal. Ja, so sieht das hier aus. Hier ist die Entsorgung. Ja, recht einfach gehalten, aber reicht völlig aus. Hier ist die Einfahrt. Ja. Das ist geschottert. Ein bisschen staubig, aber okay, als Etappenplatz gar kein Thema. Auch hier im Werk gibt es morgens um 8 den obligatorischen Brötchenservice. Genial. Ja, Bexhömeer ist ein typisch französischer, nordfranzösischer Badeort. Viele Restaurants, wie man sehen kann, aber auch mit einem genialen Strand. Ebbe und Flut geschuldet, dass das Wasser so weit weg ist, wie man es dort hinten sehen kann. Das mal näher ranzuholen. Da läuft, da sind die Strandsegler, die diese großzügige Fläche auch ausnutzen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, man weiß es sehr gut. Aber der Strand sieht hier so aus. Ich denke mal, so fußläufig mindestens 300 bis 400 Meter bis zum Wasser. Aber das ist schon mal eine Hausnummer. So, Freunde, das ist der abschließende Blick. Hier nochmal auf die Robbenbank. Ich hole sie mal da ran. Ich habe gerade hier mit der Strandrettung gesprochen und gefragt, wie weit denn die Distanz ist zwischen dem Meer und hier. Ja, ihr habt drei Möglichkeiten. 500 Meter, 750, über 1000. Über 1000. Ganz schön weit weg. Wenn du also hier schwimmen gehen willst, ja, dann musst du erstmal über einen Kilometer zum Wasser laufen und wieder einen Kilometer zum Wasser zurücklaufen. Wahnsinn. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Da ist er. Gerne auch teilen und gerne auch kommentieren.